Okay. Wir brauchen irgendwas, womit wir Tod helfen können. Wir müssen sein Dingsbums, seine Sanduhr auffüllen. Ich probier's einfach mal am besten. Ich probier's einfach mal mit Sand hier vom Strand. Geht das? Nö, das geht nicht. Okay, aber jetzt habe ich wieder Zugriff zur gesamten Map des Spiels. Ich rede mal hier mit ihm. Wenn ich was möchte, muss ich wohl mit Schnappler reden. Okay, von ihm kann ich nichts Neues erfahren. Bis demnächst. Ja, bis dann. Ich kann nach Hollywood. Hügel, Oase. Pyramide, Wagenrad. Da bin ich schon gewesen. Lassen wir lieber die Finger davon. Okay. Da bin ich schon gewesen. Lassen wir lieber die Finger davon. Da bin ich schon gewesen. Lassen wir lieber die Finger davon. Okay, ich kann gerade hier nach Knochenknack. Wo kann ich noch hin? Ich kann zum Wagenrad. Hallo, da oben am Pfahl. Angus, da ist jemand am Pfahl. Was? Leg es sofort weg. Von sowas kann man krank werden. Ah, da geht eine Pyramide. Ich möchte dich nicht belästigen. Ich frage mich nur, warum du da auf dem Pfahl sitzt und offenbar nicht ganz dicht bist. Es ist wegen der Einsiedelei. Die große Mode in dieser Gegend. Nur ein Einsiedler kann weise sein. Wir haben Gäste, Angus. Hol noch ein leckeres Delikatess-Trugbild hervor. Nein, das ist nicht nötig. In 3 Minuten ergreife ich voller Entsetzen die Flucht. Okay, der kann mir auch nicht helfen. Ich kann hier nicht den ganzen Tag schwatzen. Ich muss jetzt weiter. Gibt's hier irgendwo Sand? Nee, auch nicht. Okay, kann ich zur Pyramide? Hier gibt's nur die Mumie. Wasser, Steine. Oh, es klingelt an der Tür. So, und da bin ich wieder. Ach ja. Und dann gehe ich mal nach Oase. Hügel ist hier irgendwie Sand. Auf dem Hügel. Nee, nur die Geier. Ich gehe mal nach Jelly Baby. Wenn du das hochheben willst, so musst du herkommen und dich selbst bemühen. Ich habe Lust auf Frösche. An Frösche denk ich die ganze Zeit. Oh, viel besser. Ja. Oh, das gefällt mir. Ja, dürfte für eine Weile reichen. Wie bereitet man's zu? Mit Salbei und Zwiebeln. Salbei und Zwiebeln? Mitten in der Wüste? Oh, dann eben Kurkuma, Rosenwasser und Zwiebel. Kommt.
Ja. Ab geht's mit Casanunda. Ich würde gerne beobachten, was als nächstes geschieht, aber vermutlich müsste ich mir dann einige Tage Zeit nehmen. Wollen die jetzt Frösche kochen oder den Casanunda? Das war mir jetzt nicht so ganz klar. Nein. Okay, hier gibt's auch nichts Neues. Gespräch. Gucken wir mal, was sie mit Casanunda vorhaben. Hat der was Neues für uns? Gerösteter Humus. Echter gerösteter Humus. Mit nur wenig Sand. Nee. Hören wir jetzt. Und der? Nee. Oh, seht nun überaus mächtige und auch sehr mystische Fähigkeiten, die aus dem fernen Osten stammen würden, wenn es hier eine solche Richtung gäbe. Beobachtet, wie Ur... Na schön, was hat es mit den anderen mystischen Kräften auf sich? Wir haben die großartigen Pyramidenkräfte von Raum und Zeit. Wir haben mystische Männer, die in Wüsten sitzen. Und wir haben günstige Kamele, die zwar nicht ganz so günstig sind, dafür aber gut spucken. Ach, tatsächlich. Und weiter? Du willst mehr. Wir haben auch den Jungbrunnen. Ja, und ob. Bei uns bekommt man eine zweite Kindheit, ohne dass man Windeln braucht. Na, das klingt schon besser. Wo befindet er sich? Oh, das habe ich vergessen. Offenbar hast du dir das eigene Gedächtnis verbogen. Wie kannst du es wagen, dich abfällig zu äußern über meine Kräfte, der... Wie hieß es doch noch? Liegt mir auf der Zunge. Gleich fällt es mir ein. Oh ja, Erinnerung. Es gibt da einen Prospektor, der hier gelegentlich vorbeikommt. Er kennt jeden Ort. Schon seit Jahrhunderten. Frag ihn, ob er hier einen größeren Weisen als Uri Djeller gesehen hat. Toll. Tut mir leid, aber ich muss jetzt woanders hin. Also, hier kommt ab und zu jemand vorbei. Aber wo? Ein Jungbrunnen wäre schon ganz gut für tot. Also hier kommt ab und zu jemand vorbei. Welch eine grässliche Vorstellung, dass sich diese Geschöpfe paaren. Es bedeutet, dass irgendetwas sie tatsächlich attraktiv findet. Ein Säugetier. Alle anderen Merkmale sind derzeit umstritten. Gerösteter Humus. Lass mich in Ruhe. Okay, Sand war Korken. Gerösteter Humus. Was soll ich jetzt machen? Eine Stange zum Anbinden. Das Ding besteht aus Holz. Was erwartest du von mir, eine Ansprache?
Solchen Vögeln verderben Würmer und Fäulnis nicht den Appetit. Sie mögen's hübsch verdorben. Oh gut, wie ihr wollt. Was soll ich jetzt machen? Also hier müsste jetzt jemand vorbeikommen, rein theoretisch. So klang das jetzt. Der mir sagen kann, wo der Jungbrunnen ist. Hat er gemeint, hier kommt ab und zu jemand vorbei, der weiß, wo der Jungbrunnen ist. Gerösteter Humus. Wie doof ist das denn jetzt? Komisch. Muss ich jetzt hier auf jemanden warten oder passiert hier noch irgendwas? Oder muss ich irgendwo anders hin? Aber ich war jetzt überall und an den anderen Orten war ja nichts. Komisch. Ich würde sie nicht einmal fangen, wenn ich das könnte. Wenn sie doch damit aufhören würden, mir zu folgen. Nach Ankh-Morpork kann ich nicht. Da bin ich schon gewesen. Hollywood auch nicht. Oase. Ist auch keiner. Am Hügel ist auch keiner. An dieser Stelle sind viele nicht unbedingt taktvolle Kommentare möglich. Lasst uns die Würde bewahren und einfach darauf hinweisen, dass es der präservierte, einbalsamierte Körper eines Toten ist. Wir sollten uns mit gebührendem Anstand benehmen und den Toten Respekt zollen. Vermutlich erwartest du jetzt irgendeine witzige Bemerkung von mir, wie? Nein, so etwas bekommst du nicht von Frau Rincewinds bravem Jungen. Immerhin habe ich eine gute Erziehung genossen. Jawohl. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich mach mal... Pause oder ein Schnitt. Ich guck mal gerade nach, was ich machen muss. Kleinen Moment, Leute. Oh, da kommt jemand. Kamel mit Satteltaschen. Zwei Satteltaschen. Es sind immer zwei, damit man doppelt so viele Dinge verlieren kann. Was ist da drin? Eine Feldflasche. Okay.
Ich könnte den verwesenen Arm reinmachen, dann folgen die Geier ihm. Und so kann ich ihm folgen zum Jungbrunnen, indem ich den Geiern folge. Jetzt komme ich zum Jungbrunnen. Ein Sockel. Ich wollte immer mal auf einem stehen. Los, trink! Ich kann das Wasser nicht in den Händen halten und ich würde nur nass werden bei dem Versuch, etwas Sand zu holen. Trink! Ich kann das Wasser nicht in den Händen halten und ich würde nur nass werden bei dem Versuch, etwas Sand zu holen. Ein Sockel. Da befindet sich bereits jemand. Unten liegt jede Menge Sand. Das Wasser spritzt durch ein kleines Loch im Grund. Okay. Hol uns mal Wasser aus dem Jungbrunnen. Trink! Nein, danke, ich habe keinen Durst. Aber das ist Wasser aus dem Jungbrunnen. Warum trinkst du das nicht? Okay, kann ich hier irgendwie mit dem Korken den Zugang verstopfen? Okay, jetzt komme ich an den Sand ran. Sand. Nun, dies ist ganz normaler, gewöhnlicher Sand. Nicht das tote Polypenzeug von 4X. Sanduhr mit Sand. Aufwendige 3D-Szene. Epilog. Queen Kong.
Nein, sowas. Oh, das ist wirklich gut. Lauft ihr Narren! Das ist echt! Was geht denn jetzt ab? Die Elfenkönigin hat den Bibliothekar entführt und klettert hoch an der unsichtbaren Universität. Ich bin mir nicht sicher, ob man genug Geld in das Drehbuch investiert hat. Es scheinen alles nur Spezialeffekte zu sein. Hm? Ist es schon Zeit für die Pause? Ich habe mir was Klebriges am Stiel erhofft. Dieser Schluss ist noch viel dümmer als der Anfang. Nun mach schon! Okay, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Was auch immer jetzt gerade hier abgeht.